Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen von meinem. Hä, von meinem? Was laberst du? Ich bin seit 7 Stunden bei Rossmann und bin schon am Videos filmen. Herzlich willkommen bei meinem Rossmann Live-Haul Teil 2. Teil 1 werde ich euch in der Infobox verlinken. Ich dachte mir, wenn ich schon bei. Ich war über ein Dreivierteljahr nicht bei Rossmann und drehe gerade ein Live-Haul und andere Videos und sonstiges. Und ich dachte mir, wenn ich schon so lange nicht bei Rossmann war und wieder so ein XL-Live-Haul-Ding dort mache, mache ich einfach zwei Teile draus. Anstatt dass ihr ein Video habt, was eine Stunde geht, haben wir zwei Videos. Ne, ein bisschen so. So kann man das nochmal ein bisschen genießen und bla, und es ist entspannter, auch als wenn ihr ewig wartet, bis ein Stunde Video fertig geschnitten ist. Das ist ja nur das, was ihr seht. Das ist ja viel, viel mehr Rohmaterial am Ende. Und ja, bei Teil 1 vom Rossmann Live Haul war ich bei verschiedenen Themengebieten dort im Laden. Ich war bei der Seife, ich war bei Haarpflegesachen und so ein Kram. Bei Teil 2 jetzt bewegen wir uns so in Richtung Make-up und alles Mögliche. Ich nehme euch mit beim Shoppen. Ich zeige euch heftige Empfehlungen von mir. Wir quatschen ein bisschen, wir chillen zusammen, wir gucken, was ich so kaufe, um es für euch zu testen, weil ich gebe das Geld aus, damit ihr euch das sparen könnt, falls das Flops sind. Und dann würde ich sagen, lasst uns nicht lang schnacken. In der Infobox ist Teil 1, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und lasst uns jetzt anfangen mit Teil 2. Ich zeige euch mal, was ich bei Teil 1 so gekauft habe. Ihr seht, ich war schon so ein bisschen in der Haarpflegeabteilung. Das Coolste von dem ganzen Einkauf ist definitiv dieses Pupskissen. Ja, Duschgel habe ich gekauft, Haarsachen, Duftkerzenprodukte. Ich verlinke euch in der Infobox Teil 1 von diesem Live-Haul. Wir sind jetzt bei Teil 2 und auf uns wartet noch die gesamte Make-up-Abteilung. Hautpflege, Bodylotions und, und. Ich dachte mir, das ist eine ganz coole Sache, wenn man so ein bisschen splittet. Und deswegen laufen wir jetzt mal weiter und gucken, was es so gibt. Ganz spannend, Essie hat eine neue Nagellack-Kollektion rausgebracht. Die sehe ich jetzt hier noch nicht so krass, also nur ein bisschen. Da habe ich wahnsinnig, also ein ganz, ganz krasses PR-Paket tatsächlich bekommen mit allen Farben aus der neuen Kollektion. Das war echt heftig. Davor habe ich aber auch vom DM einige der Farben bekommen. Dann habe ich geguckt, welche habe ich doppelt und habe die verlost. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Reihe mit veganer Formel, ohne Tierversuche und. Also ihr müsst euch mal diese neue Clean-Reihe von Essie angucken. Für mich persönlich sind die Nagellacke von Essie meine liebsten. Da muss man aber immer gucken, was sich so für einen preislich lohnt. Ne? Also auch welche Anforderungen man hat. Ob man jetzt, manche sagen, ich lackiere lieber dreimal, zahle aber wie dafür weniger. Ich bin jemand, ich lackiere gerne ein, zweimal und zahle halt mehr so. Was mich wundert, wonach ich schon länger in der Drogerie suche, was ich ewig nicht gesehen habe, ist wirklich Sally Hansen Produkte. Also ich habe Hoffnung, dass ich es hier vielleicht noch finde. Bei DM und sonstiges habe ich es nicht gefunden. Ja, bei Müller wollte ich mal drehen, habe es aber irgendwie noch nicht gemacht. Und ich schaue jetzt so ein bisschen Make-up-mäßig, was ich kaufen kann für meine Drogerie-First-Impression-Videos. Weil mittlerweile mache ich es so, ich habe es viele, viele Jahre so gemacht, dass ich nur Sachen gekauft habe, die mich persönlich angesprochen haben. Irgendwann habe ich so viel in den Drogerien schon gekannt und getestet, dass ich einfach Sachen kaufe, wo ich denke, das interessiert die Follower oder ey, das kenne ich nicht. Ich kaufe es, damit ich es testen kann, damit sich mein Erfahrungsschatz für euch erweitert. Und ich schaue jetzt, ich gehe jetzt einfach Reihe für Reihe mit euch durch. Ah, guck mal, die haben sogar teilweise 15%. Das ist halt immer ganz cool bei Rossmann im Vergleich zu DM, diese ganzen Prozentaktionen und solche Geschichten, ne? Ja, Digga, hier kenne ich auch schon alles. Die Foundation ist ziemlich, ziemlich cool. Ich mache es immer so, ich habe ja eine trockene Haut. Das hat mir eine Followerin letztens geschrieben unter ein Video, dass ich, also das macht deine Foundation natürlich schneller kaputt, ne? Musst du bedenken. Aber dass ich Fixing Spray drauf sprühe und es dann mit einem Pinsel auftrage. Und so habe ich so einen Mix aus Puder Foundation. Oh, meine Knie. Und flüssiger Foundation. Das war auf jeden Fall ein ziemlich cooler Trick von ihr. Ich muss jetzt mal so ein bisschen hier schauen. Ich habe nämlich bei meinem letzten DM-Haul 10 Mascaras gekauft, die ich noch nicht kannte, um sie für euch auszuprobieren. Und ich will jetzt nicht doppelt kaufen. Es passiert selten, dass ich etwas doppelt kaufe für meine Tests. Aber es passiert halt manchmal und das kann man ja vermeiden. Ich meine, wenn ich es mache, packe ich die Sachen einfach immer in die Info, in meine Verlosungskisten. Ich habe ja Umzugskartons voll mit Verlosungssachen. Ja moin, M-Asam brauche ich gar nicht gucken. Habe ich schon Sachen gekauft für ein Full Face First Impression M-Asam Video. Deswegen werden wir das da gleich ignorieren. Wobei, Make-up Remover. Also einen kleinen kann man ja mitnehmen. Und den kleinen nehmen wir auch mit. Die kenne ich nämlich noch nicht. Aber Make-up-mäßig halt, ne? Was ich hier sehe, diese Verpackung erinnert mich extrem an die Verpackung von Wonderbrow. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Produkt von damals kennt. Wonderbrow war vor vielen Jahren hammergehypt. Und das ist so eine Farbe, die du rauf tust. Und dann werden deine Augenbrauenhaare nochmal verstärkt. Und du hast so länger so einen Effekt, sag ich mal. Müsst ihr mal googeln. Und oft ist es so, dass es ein Produkt gibt in... Hallo!
Es ist dasselbe Produkt, aber hier kostet es 10 Euro, woanders kostet es 50 Euro, da kostet es 3 Euro. Es ist immer dasselbe, aber man tut halt seinen Namen, ne? Dior packt seinen Namen drauf und Essence packt den Namen drauf. Das ist ganz, ganz oft so. Da versuche ich euch immer so ein bisschen zu helfen. Das ist normal in der Kosmetikpflegeszene. Und bei vielen Produkten tatsächlich so. Und hier würde ich einfach nur vom Gefühl her sagen, dass, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass das sehr ähnlich ist zumindest zu dem Wonder Brow Ding. Weil einfach die Verpackung extrem ähnlich ist. Okay, der Applikator ist ein bisschen anders. Das ist schon mal gut. Aber ich nehme mir einfach mal einen mit zum Testen. Ich nehme einfach Dark. Ja, okay, Dark Brunette ist halt falsch. Ebony. Na, das sind halt alles nicht meine Farben, ne? Das ist, ja, okay, dann kann ich es nicht zum Testen mitnehmen, weil es einfach nicht meine Farben sind. Das ist natürlich ärgerlich. Ich gucke gerade, ob irgendwelche von diesen Augenbrauenstiften vielleicht relevant sein könnten, aber es sind alles viel zu helle Farben. Ja, nehme ich mal mit. Könnte passen. Ich sehe jetzt auch hier keine Tester oder so, weil meistens ich habe so schwarz-braun. Ist immer so ganz komisch. Aber nehme ich mal mit. Make-up packe ich hier rein, weil das ist ja so ein kleines Farb. Ja, Lippenstifte fallen bei mir raus, weil ich nur Liquid Lipsticks benutze. Hier habe ich mir mal alle Farben gekauft. Richtig toller Halt. Wunderschöne Farben, aber der Applikator ist leider sehr schwierig, um schön aufzutragen. Deswegen werde ich, also habe ich es dann aussortiert. Der beste Eyeliner aus der Drogerie ist übrigens der hier. Also ich zeige euch auch manchmal heftige Empfehlungen oder Flops, ne? Der L'Oreal Superliner, beziehungsweise der hier. 10 Euro, sehr langanhaltend, hat so eine schöne Spitze, damit kann man sehr schön arbeiten. Also das ist der beste, den ich kenne. Es gab auch welche von Maybelline, die wurden aber leider aussortiert. Und ansonsten ist hier gerade bei L'Oreal nichts mehr so spannend. M. Asam habe ich, wie gesagt, Produkte für ein komplettes Make-up schon gekauft. Muss ich mir noch drehen. Und dann gucken wir mal bei Maybelline. Tatsächlich habe ich hier auch schon fast alles. Entweder ich habe schon getestet oder es liegt zu Hause für Tests. Also ich drehe manchmal so First Impression Drogerie Make-up Videos. Da habe ich dann schon Videos zu Hause, die geplant sind, aber halt noch nicht gedreht sind. Ja, deswegen wüsste ich nicht, was man hier mitnehmen kann, um es zu testen. Das hier wäre interessant gewesen, aber das ist halt ausverkauft. Die fand ich ganz schlimm. Habe ich zugeschickt bekommen, PR-mäßig. Also hat solche Panda-Augen bei mir gemacht. Die ich heute drauf habe, ist auch von Maybelline. Sehe ich hier aber leider nicht. Dieses Tattoo-Ding nehme ich mal mit. Deep Brown könnte mein Ton sein. Das hier ist auch interessant. Ist gerade irgendwie auch viel gehypt. Keine Ahnung, muss ich mir mal angucken, ob das mein Ton sein könnte. 4-0 könnte mein Ton sein. Alles klar, keine Auge mittlerweile kann sich das oft. Okay, das ist 48. Ja, mein Ton ist, glaube ich, ausverkauft. Online fällt es mir manchmal noch sehr schwer, passende Foundations zu finden. Aber so im Laden geht es meistens. Aber soweit ich sehe, ist mein Ton die 40 ausverkauft. Und ich glaube, 48 wird zu dunkel sein. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich kann auch nicht den Tester kaufen. Würde ich auch machen. Ich bin da echt schmerzfrei, Digga. Juckt mich nicht, ob das jetzt jemand getestet hat oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja, schade. Sonst hätte ich das mal für einen TikTok oder so für euch testen können. Aber das ist leider ausverkauft. Und ich bin jetzt hier schon in einer Drogerie, die eher so ein bisschen dorfmäßig ist. Ich komme ja aus der Nähe von Flensburg. In Flensburg kann ich gar nicht drehen. Kann ich nicht 3 Minuten quatschen oder 5, ohne dass irgendwie jemand da ist. Und es ist sehr laut und nicht so voll und feiere ich nicht so krass. Ja, ich brauche halt für meine Drogerie First Impression Videos noch so ein bisschen Abdecksachen. Das ist dann eigentlich ganz interessant. Und so Bronzer, Rouge Sachen, weißt du? So, das ist dann immer ganz spannend. Dann nehme ich einfach mal die mit, weil in den First Impression Videos ist das immer ganz interessant, wie dann die Produkte so sind. Hier ist noch ein Primer, den kenne ich auch noch nicht. Ein Glow Primer kommt auch mit. Dann sind wir bei Manhattan. Also bei Manhattan gibt es auf jeden Fall Mascaras, die ich noch nicht so kenne. Ich nehme die einfach mal mit. Also einfach random irgendwelche. Volumen. Passt schon. Also Mascaras mit so Pflegekram ist nicht so meins, muss ich sagen. Ich gucke so, die Bürsten finde ich jetzt auch nicht so ansprechend. Ich mag persönlich andere Bürsten gerne, aber ich teste es mal für euch. So, Lippenstifte fallen raus. Ich benutze nur Liquid Lipsticks. Die hier habe ich letztens getestet in einem First Impression Video und irgendwie haben die nicht so krass gehalten, muss ich sagen. Obwohl sie 16 Stunden halten sollen und obwohl sie so double-ended sind. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich hatte so einen Beige-Ton und gerade Beige sollte halt wirklich krass halten, weil da fällt es auch nicht so sehr auf, wenn es jetzt nicht mehr so gut hält. Ich nehme jetzt mal so einen Rotton mit, um das nochmal passender für euch zu testen. Aber ich nehme mal so ein Dunkelrot. Ich finde Dunkelrot immer schöner. Und dann gucke ich mal hier vielleicht so Eyeliner. Können auch sehr interessant sein, einfach zu gucken, ob die halten oder nicht. Ich mag immer so spitze Filz-Eyeliner. Damit kann ich am besten arbeiten bei meinen Schlupflidern. Dieser Eyeshadow-Primer, den kann ich überhaupt nicht empfehlen. Den habe ich einmal in dem Video benutzt. Der hat mir fast das ganze Video versaut, weil der so viele Probleme gemacht hat. Ich habe mich richtig aufgeregt. Also das war ein Horror. Hier haben wir noch Bronzer und Blush. Kenne ich nicht. Nehme ich einfach mal mit. Manhattan ist halt auch so eine Marke. Bei der habe ich das Gefühl, die hat sich
nicht weiterentwickelt, seitdem ich 15 bin. Was echt schade ist, weil manchmal, okay, wenn du ein krasses Produkt hast, was funktioniert, du musst dich nicht heftig entwickeln, aber Bruder, ein bisschen Entwicklung ist schon relevant. Und sonst ist hier gerade nichts. Ja, von diesen Liplinern sehe ich so oft Sachen auf TikTok. Die sollen ja so krass und so toll sein. Ich benutze eigentlich keine Lipliner. Ich nehme aber einfach mal einen mit und werde euch dazu berichten. So, damit ich einfach Materialien für meine First Impression Videos habe, was soll ich sagen? Guck mal, ich habe mich gerade umgedreht und diese Hyaluron-Reihe gesehen, die kann ich tatsächlich gar nicht empfehlen. Ich habe die Tagescreme, Nachtcreme, Augencreme und das Serum genutzt und ich habe eine trockene Haut und alles davon war so, ja, meine Haut hat sich nicht aufgepolstert angefühlt, nicht glatt angefühlt, die Falten waren nicht gemindert, sie hat sich angespannt gefühlt, also so ganz komisch, habe ich irgendwie gar nicht gefeiert, habe ich nicht als wirklich pflegend empfunden. Meine Haut war schön weich, klar, weil du halt was aufgemacht hast, normal ist sie dann weich, aber sie war halt nicht so hyaluronmäßig gepflegt. Ja, dieses Reinigungsöl ist auch ganz cool. Das habe ich auch vor kurzem nochmal getestet, weil es eine neue Packung hatte irgendwie. Aber ich mag den Duft nicht so gerne. Ich finde, das riecht so ein bisschen nach altem Fett, wenn ich ehrlich sein darf. Also ansonsten schminkt ganz gut ab. Ist ja auch immer so ein persönliches Ding, welche Düfte man mag und welche nicht. Aber das war nicht so meins. Dann war ich gestern den ganzen Tag bei DM und habe nichts gedreht außer TikToks. Da habe ich diese neue Catrice-Reihe gesehen. Ich habe hier diesen Hairclip gefunden. Darüber freue ich mich richtig. Den wollte ich nämlich auch bei DM mitnehmen. Aber den, ich wollte extra warten, bis ich bei Rossmann bin. Eyeshadow-Palette. Ja. Ja, nehme ich auch einfach mit. Werde ich auch testen. Und ansonsten muss ich mal schauen. Ich gucke gerade so ein bisschen, was ich von den Sachen kenne und was nicht und was ich schon getestet habe. Die Mascara ist neu. Sehe ich hier. Nehme ich mit. Werde ich berichten. Diese Lift-Up-Mascaras habe ich in Rot getestet. Fand ich echt krass, weil die haben wirklich so einen Effekt, dass sie deine Wimpern hochpushen. Haben bei mir aber leichte Panda-Augen gemacht. Die Wimpern können schnell verkleben. Manchmal mag ich so einen Look mit so verkleben. Also so Spinnbeine-Look, aber habe ich dann aussortiert, war nicht so meins. Und ansonsten sehe ich jetzt hier nicht so viel, was, also genau, die habe ich auch gesehen, die nehme ich auch mit, die kannte ich nämlich auch noch nicht. Mattes, loses Puder, soll auch neu sein. Nehme ich auch mit, kenne ich auch noch nicht, werde ich zu berichten. Guck mal, Make-up füllt sich, deswegen zwei Teile. Ich wusste, die Make-up-Abteilung wird länger sein. Weil ich habe viele Jahre bei Make-up immer nichts mehr gekauft, weil ich habe euch erzählt, so Bro, ich bin so satt, weißt du, was soll ich jetzt da holen? Aber euch interessieren ja die Tests und meine Meinung, deswegen hole ich mittlerweile einfach viel Kram, den ich noch nicht kenne, um euch dann zu erzählen, wie er ist. Hier dieses Augenbrauenzeug Volume and Lift von Catrice, 3,79 €, kenne ich noch nicht, nehme ich mit. Ich habe mal so ein ähnliches von Catrice getestet, habe ich gar nicht gefeiert. Das hat leider so ein ganz, ganz komischen Film bei den Augenbrauen im Nachhinein hinterlassen. Wie so Flüssigkleber, also du kannst auch keine Foundation drüber packen und so, das war alles sehr ärgerlich. Von dieser Tinted Serum Foundation habe ich schon viel gehört, also nach Foundations, Bronzern, Rouge Sachen muss ich mich hier definitiv umgucken, weil das fehlt mir bei meinen First Impression Videos oft. Auch so Fixing Spray Geschichten und so. Ja, die meisten hier kenne ich tatsächlich, das kenne ich nicht, nehme ich auch mit. Das hier könnte mein Ton sein, ich guck mal, ich muss mal kurz swatchen, Moment. Sieht beim Swatchen sehr gut aus, werde ich jetzt einfach mal mitnehmen, weil Foundations und so bei Drogerietests sind immer so ein bisschen schwierig. Die Foundation nehme ich mir auch mit. Die hier auch. Ich hoffe einfach, dass hier der Farbton passt. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen. Aber einfach, damit ich da mehr Produkte für die Drogerie First Impression Videos habe. Weil das Ding ist nämlich, die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel hier kaufe, sortiere ich zu Hause nach Kisten. Ich habe so einen YouTube-Planungsraum und da sind Kisten mit einzelnen Produkten sortiert nach High-End und Drogerie. Von allem, was du für Make-up brauchst. Primer, Foundation, Eyeliner, alles, was du dir vorstellen kannst. Und da laufe ich manchmal rum und pick mir Sachen raus und bastel daraus Drogerie oder High-End First Impression Videos. Und im Bereich Rouge und Bronzer ist das immer so ein bisschen schwierig, weil da gibt es teilweise nicht so viel. Deswegen gucke ich hier, was kenne ich, was nicht. Jetzt sind wir gerade bei Rival Duloup. Nö, also auch hier sehe ich gerade nichts, wo so was so interessant wäre. Der Bronzer ist ganz gut, den mochte ich sehr gerne tatsächlich. Solche Glitzer-Bronzer verstehe ich immer nicht. Also stell dir vor, jemand kennt sich gar nicht mit Make-up aus, holt sich das und glitzert dann wie sonst was, weil er denkt, das ist Bronzer, das passt halt gar nicht. Das hier soll ein Dupe zum Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter sein, genauso wie das Catrice-Ding. Das stimmt beides nicht, habe ich beides getestet. Ich habe das Hollywood Flawless zu Hause. Das sind keine Dupes, weil nur weil etwas ein bisschen glitzert oder ein bisschen ähnlich ist, ist das nicht direkt ein Dupe, weißt du, wie ich meine? Ja, wir sind auch Make-up-mäßig fast durch, aber auch hier kein Sally Hansen. Sind die raus aus der Drogerie? Was ist da los? Guck mal, diese Contouring-Palette von Essence nehme ich mal mit. Die hier
ist für dunklere Haut. Ich nehme mal die hier für Lighter Skin mit. Wobei ich würde eigentlich nicht sagen, dass ich helle Haut habe, sondern eher mittel. Aber die für dunkle Haut ist definitiv zu dunkel bei mir. Das sehe ich jetzt schon. Das ist ein sehr guter Bronzer, Diggis. Es gibt klar bessere, aber für den Preis hast du so ein Riesending. Das muss ich sagen. Das ist schon eine tolle Sache. Dann gucke ich hier Foundation-mäßig. Dann nehme ich das auch hier mal mit. First Impression-mäßig. Den habe ich zu Hause. Den muss ich nochmal testen. Da bin ich sehr gespannt, ob der gut ist oder nicht. Dann gibt es ja immer so Juicy Bomb Lipglosse. Die sind irgendwie gefühlt immer verkauft. Ich würde sie gerne mal testen, aber ich komme halt an keinen ran. So, also ich gucke jetzt auch nur in Läden, ne? Ich gucke gerade. Ah, guck mal, das hier ist neu. Transparentes Augenbrauengel nehme ich auch mal mit. Und ansonsten sehe ich jetzt hier nicht... Ja, krass, voll viele Sachen sind voll reduziert. Nö, sonst sehe ich jetzt nichts, was irgendwie für uns interessant wäre. Von Essence habe ich mal alle Pinsel gekauft und ein Video gemacht, um zu gucken, ob die geil sind. Also die meisten waren es leider nicht, aber ich glaube, ein, zwei waren dabei, die waren ganz okay. So, was gibt's hier so Spannendes? Der, ist das der? Nee, aber ich hatte von Wilkinson so einen Gesichtsrasierer. Der hat 20 Euro gekostet, der war so gut. Der hat mir richtig toll gefallen. Also den habe ich einmal gekauft und immer wieder. Das ist einer der heftigsten Bronzer, den ich kenne. Den habe ich in der Kooperation mal das erste Mal getestet und der ist so eine Textur, habe ich noch nie bei Bronzern erlebt. Ja, der Nagelhärter ist okay. Ich kenne aber viel, viel bessere. Revolution-Auswahl ist jetzt natürlich nicht so groß, aber da ist jetzt auch nichts, wo ich sage, okay, passt jetzt First Impression mäßig unbedingt. Ja, dann haben wir hier so ein Beauty Spot, so ein Make-up-Koffer. Habe ich auch mal überlegt, ne? So ein Make-up-Koffer, nur so ein Video dazu zu drehen. Also mein Gefühl, mein sagt jetzt schon, der ist nicht krass. Soll ich den einfach mal mitnehmen, 17 Euro und ein Video dazu machen? Lidschatten, Lipgloss, Rouge, Puder, Kajal, Lippenpinsel, Rougepinsel, Taschenspiegel. Also du hast halt viele Sachen hier nicht, ne? Die du jetzt vielleicht für ein First Impression Ding brauchst. Ja, aber man könnte ja Sachen nehmen, die man selber empfehlen kann und den Rest hier mitmachen, ne? Ja, nehme ich mal mit. Bad Mom Jay hat hier irgendeinen Kram, aber Lipgloss, aber jetzt für mich nicht so ansprechend. Also ich kenne sie jetzt auch nicht so krass, ne? Ich kenne nur ein, zwei Videos von ihr fertig. Ja, und sonst, ja, Digga, lern erstmal filmen, 7 Jahre YouTube-Kameraführung immer noch für den Arsch. Ich habe gestern Sport gemacht, Diggis, deswegen ist das auch ein bisschen in meinem Arm so schwer. Nee, sonst Make-up-mäßig sehe ich gerade nichts. Das ist echt schade, weil ich brauche definitiv mehr Rouge- und Bronzer-Sachen. Und Eyeshadow-Primer. Also Eyeshadow-Primer ist auch mal ganz schwierig in der Drogerie zu finden. Manchmal mache ich halt so First-Impression-Videos und dann fehlen mir manche Sachen, weißt du? Und dann ersetze ich sie halt. Aber im liebsten Fall möchte ich ja ohne Ausnahme alles dann aus der Drogerie benutzen. Aber das war es jetzt erstmal hier Make-up-mäßig. Jetzt wird es interessant, denn wir kommen zu dieser Kategorie. Lippenpflege, Gesichtspflege, Hautpflege. Diese ganze lange Reihe. Ja, Lippenpflege spricht mich nicht so an. Habe ich auch noch genug von zu Hause zum Testen. Und ich gucke gerade bei den Tuchmasken, ob irgendwas hier ist, was ich noch nicht kenne, was vielleicht neu ist. Oh, ich hatte hier, das habe ich letztens genutzt, das hat mir gar nicht gefallen. Also von der Marke, die goldene Maske. Meine Haut war echt gereizt und da war, die hat sich einfach nur Kacke angefühlt. Also das war richtig, richtig... Nee, die habe ich bei meinem letzten Live-Haul tatsächlich hier auch gekauft. Solche Tuchmasken finde ich manchmal auch richtig cool. Du hast so einen Zorro-Effekt. Da kenne ich die beiden überhaupt. Ich glaube nicht. Die kommen mir nämlich nicht bekannt vor. Ich kenne die nämlich von einer anderen Marke. Du hast so einen Zorro-Effekt und wenn du die aus dem Kühlschrank holst, dann ist das richtig, richtig cool nochmal, um deine Fältchen zu lindern und wenn du halb tot aussiehst, damit du fresher aussiehst. Dann hat Shebens neue Lifting-Augengel-Pads. Neu längere Pads. Nehmen wir mal beide mit. Ihr wisst ja, ich liebe Under-Eye-Pads und sonstiges. Die habe ich bei meinem letzten Live-Haul hier gekauft. Die habe ich noch nicht getestet, weil irgendwie sehen die einfach nicht so vertrauenswürdig aus, aber ich werde es noch ausprobieren und definitiv berichten. Das Ding ist ja, ich hatte euch ja von YesStyle erzählt. Und ich muss sagen, in der Drogerie habe ich bisher, es gibt Produkte, die habe ich im High-End-Bereich gefunden oder im Drogeriebereich, die vergleichbar sind. Aber es gibt Sachen, die habe ich in der koreanischen Pflege gefunden. Die kann ich nicht, die habe ich nirgendwo anders gefunden. Sei es bei Chanel, Dior, Gucci-Pflege, Isana, egal. Zum Beispiel Toner. Ich habe euch hier mal ein Bild hingepackt von meinen zwei Lieblingstonern. Wir haben einmal hier den Rice-Toner. Das war, der hat mein Leben verändert. Also definitiv. Ich habe vorher nie Toner benutzt, weil ich dachte immer, okay, du packst Wasser drauf. Hä? Was ist der Unterschied? Bis ich den Rice-Toner genutzt habe. Der hat meine Haut von innen Pflege gegeben, geöffnet, sodass die Pflege danach richtig heftig einziehen konnte. Ich habe noch nie sowas erlebt. Das war der Wendepunkt für meine Pflege. Ihr müsst ja bedenken, ich bin eine krasse Pflegetussi. Für meine Pflegeroutine. Seitdem teste ich super viele Toner und benutze sie und gucke und alles Mögliche. Und ich habe nie
irgendwo Toner gefunden, die mit den koreanischen vergleichbar sind. Also auch nicht im High-End-Bereich. Douglas, dies, das, teilweise 50, 60, 40 Euro für einen Toner. Nein. Der Rice-Toner, hammerheftig. Dann der COS RX-Toner, den, da packe ich euch jetzt auch hier ein Bild hin, findet ihr auch alles später in der Infobox verlinkt. Das ist ein Anti-Mitesser-Toner, der feuchtigkeitsspendend sein soll. Und ich dachte mal, als ich ihn getestet habe, Bro, das ist eine sehr schwierige Geschichte, gerade mit BHA, bla 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 Säuren. Es ist tatsächlich so, das ist der erste Toner, den ich getestet habe mit diesen Säuren, der Mitesser sehr gut bearbeitet, dein Ton verfeinert und feuchtigkeitsspendend ist und nicht reizend. Also solche Produkte habe ich noch nie irgendwo in der Drogerie gefunden. Hammer, hammer heftig. Und wenn wir schon dabei sind, packe ich euch hier nochmal ein Bild von meiner allerliebsten Gesichtspflege hin aus dem koreanischen Bereich. Habe ich euch tausendmal erzählt, die Honey Cream. Du packst sie rauf. Also I'm From ist so die heftigste Marke, die ich bisher im koreanischen Bereich gefunden habe. Und ich habe da noch nichts gefunden, in keinem anderen Bereich, der vergleichbar ist. Du packst die Creme drauf, dein Gesicht ist plötzlich aufgepolstert, hat einen gesunden Glow, ist weich, ist gepflegt. Also was habe ich noch nie erlebt. Koreanische Pflege, hammer heftig. Ich habe euch die Sachen gezeigt nochmal. Infobox, Rabattcode Fiesta und die Produkte verlinkt und ein paar andere Favoriten. Ja, und jetzt gucken wir hier ein bisschen, ob wir was Tolles finden. Die hatte ich auch mal, die habe ich leider nicht so gefeiert, muss ich sagen. Ich guck gerade, also manchmal steht ja neu so dabei, ne? Was mir zum Beispiel von Isana echt gut gefallen hat. Diese Reihe ist schon cool. Also wenn du wirklich eine sensible Haut hast, dann ist diese Hautpflegereihe auf jeden Fall spannend für dich. Ich habe jetzt den Reinigungsschaum schon getestet und ich hatte von denen noch was anderes getestet, aber für den Körper. Das hat mir bisher schon sehr gut gefallen. Die anderen Sachen habe ich noch nicht getestet, aber werde ich noch. Ich teste ja immer super, super viele Sachen und ich mache das immer so, es gibt Sachen, die musst du sehr lange testen, bis du wirklich was dazu sagen kannst und es gibt Sachen, da geht es sehr schnell. Deo zum Beispiel. Wenn du jahrelang Deos testest und als kleiner Stinky weißt, was abgeht, reichen 5, 6, 7 Tests in verschiedenen Situationen und du weißt, okay, das ist gut oder nicht gut. Und dann sammle ich immer die Verpackung, weil ich will sie ja nicht wegwerfen, aber ich kann ja durch meinen Job nicht jede Verpackung leer machen und gib sie an Leute weiter, denen ich vertraue. Das sind entweder Follower, die im Hintergrund mit im Team sind, die irgendwie mal mir schrieben, ey Özlem, wie kann ich dich im Hintergrund in meiner Freizeit unterstützen, durch Recherche, durch dies, durch das und da hat sich irgendwann ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Oder Freunde, beziehungsweise so, ne? Die kriegen die Verpackung von mir. Mir ist es egal, ob da ein Teil 500 Euro kostet oder 50 Cent. Verpackung ist Verpackung, Produkt ist Produkt. Ich habe meine Meinung dazu, schick denen das, die machen das leer, erzählen mir nochmal, wie sie es empfunden haben, das ist ja auch für mich und meine Tests spannend und schicken sie mir das zurück und daraus mache ich dann meine Aufgebraucht-Videos. Also manchmal sammle ich für ein Aufgebraucht-Video ein Jahr und dreiviertel Jahr Produkte, das ist hammerkrass. Ja, ich quatsche euch hier voll und laber, aber ich gucke nebenbei noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich diese Maske habe, ich nehme sie einfach mal mit und wenn ich sie nicht habe, werde ich sie einfach in meine Verlosungskiste packen, genauso wie diese beiden. Ich kann es euch ehrlicherweise gerade nicht sagen, aber wenn nicht, ich habe eine sehr große Kiste, also kistenweise, Sachen, die ich immer wieder unter meinen Followern auf meinen Kanälen verlose. Und diese Kisten sind sogar nach Thema sortiert. Also Essenssachen, Naschkram, Pflegesachen, Make-up und, und. Ich gucke gerade ein bisschen, ob ich vielleicht auch hier mal was finde, was irgendwie interessant sein könnte für Tests oder so, was ich vielleicht auch nicht unbedingt jetzt so zu Hause habe oder sowas, ne? No Cosmetics hat auch sehr tolle Produkte, also mit denen habe ich auch schon gearbeitet. Die haben ein Öl, das ist das hier, das ist das beste Gesichtsöl, meiner Meinung nach, aus der Drogerie. Wunderschöner Glow, zieht sehr schnell ein, sehr, sehr schön, habe ich richtig geliebt, ist mein liebstes Produkt von denen. Ja, den hier habe ich gar nicht gefühlt, vom Duft und von allem, das war einfach irgendwie, mochte ich nicht, hat meiner Meinung nach auch nicht irgendwas bewirkt. Er ist ja auch nicht reizend oder sonstiges, aber ich habe halt nichts dabei gefühlt, deswegen würde ich ihn nicht nochmal holen. Die Augencreme mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. M. Asam hatte mal so ein Vino Rose Gesichtsspray, das haben sie leider nicht mehr, das war richtig heftig. Das hast du aufs Gesicht gesprüht und du hast so richtig, ich hatte es in meinem Kühlschrank gemerkt, wenn ich halt tot war, habe ich es drauf gemacht, wie du plötzlich so aufpolsterst und wach wirst und du warst vorher halt tot, plötzlich bist du lebendig und siehst gut aus. Haben sie aus dem Sortiment genommen, so wie Hammer viele meiner Favoriten so. Krass, ich sehe jetzt nicht viel im Gesichtspflegebereich, was mich ehrlicherweise anspricht. Was ich hier sehe, sind diese Naturkosmetik Tuchmasken, die nehme ich definitiv mit, weil ich sammle ja auch von Altera, plane ich auch so ein Aufgebraucht-Video nur mit Altera-Produkten und Naturkosmetik allgemein. Da ist Lavera natürlich interessant. Nehme ich auch mal mit. Also jetzt auch so Körper-Bodylotion-mäßig und so schaue ich gerade, ob da irgendwas ist, wo ich sage, oh, das könnte krass sein. Guck mal, das hier ist vielleicht ganz interessant. Isana Lotion Gel Hydro Booster. Spendet sofort Feuchtigkeit. Werden wir mal rausfinden. Mixer, ganz, ganz krasse Geschichte. Mit denen habe ich gearbeitet. Ich habe das hier getestet und das hier. Und ich
kannte das vorher nicht. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das getestet habe. Das ist eine der besten Bodylotion-Produkte oder Hautpflegeprodukte aus der Drogerie. Hammerheftig, sehr, sehr reichhaltig, zieht schnell ein. Also hat bei mir super funktioniert. War für mich echt eins der besten Drogerieprodukte. Habe ich aber vorher nie gekauft, weil mich die Packung nicht angesprochen haben. Dann haben die mich angeschrieben wegen der Zusammenarbeit. Ich habe es getestet, fand es richtig heftig und seitdem bin ich auf Mixer überhaupt aufmerksam geworden. Was ich vor kurzem zur Hälfte aufgebraucht habe und dann weitergegeben habe, ist, ich glaube, das hier war das mit, lass mich mal riechen. Ja, definitiv. Sehr, sehr schöne Bodylotion. Wenn du keine extrem trockene Haut hast und einfach eine schöne Bodylotion suchst, ist das ein richtig tolles Produkt. Sehr schöner Duft, richtig toll pflegend, zieht schnell ein. Sehr, sehr schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist die letzte Bodylotion, die ich aufgebraucht habe. Also nicht aufgebraucht habe, aber ne, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich eine Meinung dazu, jetzt kann ich was dazu sagen und dann in meine Kiste für mein Umfeld gegeben habe. Und die letzte Hautpflegereihe tatsächlich ist diese Isana-Reihe. Das ist so das Letzte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, ob ich es empfehlen kann oder nicht und kann es weitergeben und mich dem nächsten Test widmen. Eine kleine Werbeunterbrechung, Digis, denn ich dachte mir, ich nehme mir in mein Rossmann-Live-Haul-Video einen meiner Partner mit ein, nämlich Yestyle. Yestyle ist ein koreanischer Online-Shop, beziehungsweise ein Online-Shop mit super vielen verschiedensten Sachen, gerade aus dem koreanischen Pflegebereich. Das finde ich halt richtig, richtig klasse. Dort kriegst du alles Mögliche und die Kooperation mit denen läuft bei mir schon einige Jahre. Und die haben meine Pflegeroutine nachhaltig super stark verändert. Dadurch habe ich erst angefangen, eine Liebe für Toner zu entwickeln, zu sehen, was sie für krasse Wirkung haben, für Seren. Also teilweise, die haben also keine Kooperation bisher, oh, seit 7 Jahren Social Media, hat so heftig eine Wirkung gehabt auf meine Pflegeroutine als Pflegetussi wie die Kooperation mit Yestyle und koreanische Kosmetik. Weil sowas habe ich noch nie erlebt, weder im High-End-Bereich noch im Drogeriebereich. Da ist es sehr schwer, Vergleiche zu finden. Wenn ich also bei Rossmann irgendwie jetzt weitere Sachen sehe, die mich an coole Yestyle-Produkte erinnern oder an heftige Alternativen oder so, zeige ich euch das nochmal. In der Infobox verlinke ich euch den Online-Shop von Yestyle. Ich verlinke euch ein paar Favoriten und meinen Rabattcode für dort. Also checkt es sehr gerne ab. Und wenn ihr Erfahrung mit Yestyle habt, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Da gibt es unnormal kranke Sachen für Pflege, also auch Kleidung, dies, das, scheiß drauf. Und dann müsst ihr selber wissen, aber für mich Pflege, boom. Manchmal muss man ein bisschen länger warten, aber glaubt mir, es lohnt sich. Und das wollte ich euch nur nochmal erzählen, weil ich dachte, Drogerie, koreanische Kosmetik ist bisher noch nicht so stark in der Drogerie vertreten. Deswegen passt das vielleicht als Partner, um euch das nochmal näher zu bringen. Und jetzt geht's auch weiter. Ich habe jetzt auch vor kurzem ein Interview gegeben an ein Magazin, Digga. Was? Fast 800.000 Leser in Deutschland hat. Da habe ich auch über meine Tests und so geredet. Hammer cool. Ich werde euch auf Instagram erzählen, wenn es soweit ist. Ja moin, ich habe hier gerade so gelesen. Entknittert und belebt für reife, normale Haut. Ich bin 31. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt so reife Haut habe. Sie ist noch nicht ganz reif, sie ist noch am Wachsen. Digga, du bist 31, lern erstmal nicht mal Digga zu sagen und dann reden wir über Reife. Was auch spannend sein könnte, Kakao ist halt nie meine Duftrichtung. Alles in Richtung Kakao mag ich nicht, also habe ich noch nie nichts gefunden. Diese Dinger sollen halt auch ganz gut sein, habe ich aber noch nicht getestet, aber ist jetzt kein Duft dabei, wo ich sage, der ist irgendwie, nee. Ja, Body Lotion mäßig haben wir jetzt hier nichts, wo ich sage, das muss mit. Ich habe ja auch noch ein bisschen was davon zu Hause oder so. Sie ist da liegt gerade eine kleine entlang, sieht mich, fängt an zu lächeln und dreht um. Ja, man erkennt mich ja manchmal so ein bisschen. Nee, da sind wir hier durch. Mal gucken, ob es Naschi-mäßig etwas gibt. Jetzt erzählt sie ihrer Mama davon. Voll süß immer. Jetzt guckt sie noch hin. Nein, alles gut. Ja, ich hatte auch von der Enna Bio-Reihe bei Rossmann einige Produkte bei meinem letzten Live-Haul gekauft, um halt ein Enna Bio First Impression-Ding zu machen. Aber da sammle ich halt immer noch Produkte. Und wir hatten teilweise Handwerker und mein Mann hat denen immer so Naschi gegeben und trinken und dies und das. Ich sag so, ja, esst ruhig, was ihr wollt, aber lasst mir ein bisschen was übrig, damit ich das testen kann. Nee. Kannst du knicken. Eine Sache, die ich mir definitiv kaufe, jetzt wo wir hier in der Nähe sind. Ich habe nämlich gerade die Dame hier am Teeregal entdeckt. Sind diese großen Becher. Ich mag es nicht, aus kleinen Tassen oder kleinen Bechern zu trinken. Und kenne keinen Laden, wo du so richtig schöne große Becher hast, außer Rossmann. Und da nehme ich mir definitiv welche mit. Weil meine sind alle kaputt, dann kann ich die kaputten nämlich wegwerfen. Weil die wollte ich jetzt nicht wegwerfen, weil ja, ich hatte ja keine neuen. Guck mal, die sind so richtig schön, genau so. Ich mag nicht so kleine Tassen und Becher. Und so ein Kram. Ja, Digga, ist mir egal eigentlich, was drauf ist. Ne? Hauptsache, ich habe einen großen Becher. Und live your dream. Ja, ja, machen wir. Tue ich ja auch gerade. Danke, lieber Gott, dafür. Dann suche ich gerade rotes Pesto. Da habe ich nämlich letztens so ein Rezept gesehen, das ich nachmachen möchte mit so körnigen Frischkäse und rotem Pesto. Dann hast du wohl einen hammerheftigen, leckeren Dip. Agavendicksaft brauche ich auch. Vielleicht haben sie ja rotes Pesto. Ja, bestimmt. Ich habe mich schon so oft blamiert beim Suchen irgendwie. Ich hänge da
gucke die ganze Zeit und gucke halt lieber 5 Minuten länger, bevor ich mit jemandem reden muss und fragen muss, wo etwas ist, finde es nicht, frag die Person und es ist genau neben mir. Also manchmal ist man ja auch echt blind. Du darfst halt nicht vergessen, ich bin an solchen Tagen wie heute von morgens bis abends in der Drogerie und drehe viele verschiedene Videos. Irgendwann bist du auch so gaga. Gar keinen Bock mehr auf meine eigene Stimme heute Abend. Ja, nee, ich finde kein rotes Pesto. Ah, doch, doch, doch. Aha, hab's doch gefunden. Ja, ich bin im Moment so ein bisschen bei meinem Abnehmkram und so und guck gerade hier so nach leckeren Proteinriegeln, bla. Ach, diese ganze Proteingeschichte. Wenn ihr Seiten kennt, die das wirklich für richtig dumme Menschen erklären, was, wie, wofür gut ist, warum brauche ich so viel Proteine, worauf achte ich beim Abnehmen, bla. Helft mir. Kaloriendefizit okay, aber jetzt beim Rest, ne? Ich will mich da ein bisschen einlesen. Das hier ist der heftigste Proteinsnack, den ich je gegessen habe. Den habe ich gestern bei Edeka geholt. Der schmeckt richtig nach Keks und nicht so künstlich kacke proteinmäßig und hat dann oben so eine Karamellschicht. Ich zeige ihn euch nochmal. USN Trust Crunch Cookies and Cream. Der war so heftig, dass ich mir direkt einen 20er Pack online bestellt habe, weil das war so richtig, du hast dich danach so glücklich gefühlt, ne? So dein Heißhunger war besiegt, du hast Proteine gegessen und nicht diesen komischen Proteingeschmack gehabt und du warst so eine Stunde noch mal ein bisschen satt. Weißt du, wie ich meine? Weil das war so Notfall. Ich habe richtig Hunger gehabt. Ich hatte keinen Notfallsnack mehr in meiner Handtasche. War eine sehr, sehr gefährliche Nummer. Ich gucke gerade hier so ein bisschen. Genau. Stevia, weil ich versuche, ein bisschen mehr Tee zu trinken. Protein-Cookie, Foodspring nehmen wir auch einfach mal mit. Ich gucke halt nach leckeren Snacks, die dir helfen, wenn du Heißhunger hast. Aber die meisten schmecken halt so ein bisschen, die schmecken immer so, ja, nach typischen Proteinsnacks. Ja, toll. So, weißt du, das hilft dir dann nicht heißhungermäßig, weil ich habe echt, ne, läuft ganz gut bei mir. Das Einzige, womit ich mega Probleme habe, ist dieser Hunger nach was Süßen. Der ist halt manchmal so stark und was willst du da essen? Da kannst du 50 Äpfel oder Obstsachen essen. Ich habe auch mal überlegt, so Zuckerentzug, aber stelle ich mir auch sehr hart vor. Aber da merkst du mal, wie süchtig Zucker machen kann. Das finde ich halt an Rossmann auch nochmal richtig, richtig super. Du hast halt so eine Abteilung mit Schreibwaren und sowas, weißt du? Das finde ich auch immer richtig, richtig klasse. Lami-Patron. Ich habe auch öfter mal die günstigen gekauft. Die sind mir jetzt schon zweimal kaputt gegangen, deswegen nehme ich Lami mit, weil auf Lami kann ich vertrauen, die benutze ich seitdem ich klein bin. Weil ich tatsächlich ja auch immer mit Füller arbeite bei wichtigen Sachen. Also ich schreibe eigentlich jeden Tag mit Füller auf To-Do-Listen und sonstiges. Oh, wenn ihr wüsstet, was noch auf euch zukommt mit To-Do-Listen. Digga, lass nicht drüber reden, sonst verrate ich zu viel. Nee, aber ich arbeite jeden Tag mit To-Do-Listen, musst du auch, ne? Wenn du selbstständig bist, ADS hast, tatsächlich, Hausfrau bist, Hundemutter bist, Partnerin bist, so viel Kanäle hast, du musst dann irgendwie deinen Kopf klar kriegen. Dann brauche ich noch einen Block. Den hier, den nehme ich mir auch zweimal mit. Auf den schreibe ich nämlich immer sehr gerne. Meiner ist schon voll. Guck mal, er heißt Furzipups. Ich sag ja, mit meiner Kindheit, da fehlen einige Sachen. Mit so einem Kram kriegst du nicht. Nein, wir haben noch genug Bücher, die auf mich warten, gelesen zu werden. Also die Abteilung ist relativ fix durch. Guckt euch das mal an, was ich gerade entdeckt habe. Pickup hat ihre Verpackung geändert. Ich finde das immer so schade, wenn Firmen ihr Design ändern. Das ist dann für mich immer so, ah, ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas kenne, dann kann das ruhig so bleiben, wie das ist und dann ist gut. Aber irgendwie haben die jetzt ihre Verpackung geändert. Ich laufe jetzt nochmal mit euch ein wenig durch die Reihen hier und wir gucken nochmal, ob wir etwas finden zum Einkaufen und wenn nicht, dann war es das auch mit diesem Video. Ich werde dann aber gleich noch ein weiteres Video drehen, nämlich ein Fragen-Antworten-Video. Ich habe auf Instagram meinen Followern Fragen gestellt und die beantworte ich in diesem Live-Call. Ich gucke jetzt erstmal in meinem Handy, weil ich notiere mir manchmal Sachen. Ich frage zum Beispiel Follower, was sind eure Favoriten in der Drogerie, bei Rossmann oder hier oder da und notiere mir dann Sachen, die ich kaufen wollte, weil ich bin tatsächlich fast nie in der Drogerie, außer bei meinen Live-Halls oder wenn ich etwas sehr, sehr dringend brauche, was du nur dort bekommst. Weil wenn ich dann Sachen kaufen möchte, spare ich mir das immer für solche Live-Rolls auf. Sakrotan-Seife haben wir schon gekauft. Mundwasser haben wir schon gekauft. Lufterfrischer Badezimmer. Den haben wir noch nicht gekauft. Sehr schön. Den suchen wir dann mal. Da nehme ich mir den hier mal mit und den hier kenne ich noch nicht. Obwohl, ich nehme einfach die beiden, die ich nicht kenne, mit. So, manchmal bist du vielleicht im Bad und danach brauchst du so einen Lufterfrischer, weil du vielleicht Besuch bekommst oder so. Verstehst du, wie ich meine? Aber der hier ist ziemlich cool, aber die kenne ich nicht, deswegen nehme ich die mal mit. Dann habe ich hier gerade diese Schmutzradierer entdeckt und die kenne ich bisher nur von DM, von deren Eigenmarke und noch gar nicht von Domol. Das ist ja auch eine Eigenmarke von Rossmann, deswegen nehme ich die mal mit, um zu testen und zu vergleichen. Und tatsächlich hatten wir jetzt einige Flecken an der Wand, die wir entfernt haben. Also Schmutzradierer sind wirklich
wirklich sehr, sehr vielfältige Produkte zum Entfernen von verschiedensten Flecken an verschiedensten Oberflächen. Für 2,39 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die hier sind. Sie werden aber wahrscheinlich nicht extrem schlecht sein. Deswegen kommen die mal mit. Und dann schaue ich hier gerade noch, ob ich etwas anderes sehe, was ich irgendwie vielleicht nicht im Kopf habe. Allzweckreinigungstücher kaufe ich auch immer bei DM. Kosten hier 1,29 Euro. Nehme ich mal mit, weil manche von euch haben keinen DM. So kann man gucken, was ist wie, wo besser. Was ist vielleicht bei Rossmann cooler, weil Rossmann hat Sachen, die DM nicht hat und umgekehrt genauso. Dann habe ich das hier gefunden. Das werde ich jetzt auch mal mitnehmen. Das Problem ist nämlich, wenn ich mal Flecken auf der Kleidung habe, die weg müssen und ich kann nicht direkt waschen oder sonstiges, nehme ich immer Gallseife. Ach Digga, warum soll ich denn jetzt was anderes testen? Nehmen wir die Gallseife, bleiben wir dabei. Ich habe bisher die von Dr. Beckmann immer gehabt, aber vielleicht ist die günstigere Alternative von Domol auch ganz gut. So, das wären ja 1,50, die man spart. Deswegen nehme ich das nur mit. Was ich auch mitnehme, sind Wäsche-Weißtücher, was für mich immer richtig, richtig klasse war. Ihr wisst ja, ich habe Ewigkeiten Probleme gehabt, wenn ich Sachen gewaschen habe, dass weiße Wäsche verfärbt ist und nur Drama. Also alles, was du dir beim Waschen vorstellen kannst, am Problem habe ich gehabt. Was mir dann geholfen hat, ist halt immer irgendwie, wenn ich Wäsche wasche und irgendwas drin ist, was hell ist, dass ich so ein Schmutzfangtuch nehme. Für mich hat es keinen Unterschied gemacht, ob es teure oder günstigere waren. Ich habe immer denselben Effekt gehabt, es hat immer geholfen. Dann habe ich aber entdeckt, und die nehme ich jetzt mit, das habe ich nämlich letztens mal in einem Laden gesehen, dass es Wäsche-Weißtücher gibt. Das heißt, wenn du nur weiße Waschen Sachen wäscht, sollen die wohl nochmal helfen und das noch besser als diese Farbschmutz-Auffangtücher. Dann hast du hier Intensiv-Schwarztücher 2 in 1. Neues Schwarz für verblasste Textilien. Bruder, kein Ding, ich teste auch dich. Gut, dass ich hier stehe. Glasreiniger haben wir nämlich nicht, ärgere ich mich seit Tagen drüber. Auch einfach Domol. Ja, und ansonsten, was ich jetzt gar nicht mehr benutze mittlerweile, was ich gekauft hatte, aber irgendwie gab es nur Probleme damit, sind diese Waschpads von Lenore. Ja, das sind doch so Tabs gewesen. Plastik, das ich in der Waschmaschine auflösen soll und da ist Waschmittel und alles drin, habe ich genutzt. Nur Drama, nur Probleme. Viele Wäschesachen, an denen dann dieser Plastikkram hing und das hat sich nicht richtig aufgelöst und nee, davon bin ich jetzt weg und bin so ein bisschen in Richtung Flüssigwaschmittel und ihr habt mir das letztes so ein bisschen unter meinem letzten, ich glaube, DM-Video oder so erklärt, was der Unterschied ist. Zum Beispiel Colorwaschmittel sorgt dafür, dass die Farbe lange gut hält bei deinen Sachen. Aber was waren denn die anderen Waschmittel? Farbschutz? Okay, verstehe ich. So, das nehme ich jetzt einfach mit für bunte Sachen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was für euch alles bunte Sachen sind. Da bin ich auch manchmal verwirrt. Weil ihr habt mir das richtig gut erklärt. Das eine Waschmittel ist auch für alles, aber das bleicht ein bisschen aus und sowas. Ihr wisst, ich bin noch Anfänger auf dem Gebiet. Irgendwie habe ich das nie so richtig gecheckt. Hier haben wir ein Waschmittel für strahlendes Weiß. Und jetzt brauchen wir doch, ja, ein was macht das Universal nochmal? Nee, das weiß ich nicht. Ich bleibe jetzt beim Colorwaschmittel und bei dem anderen. Ja, dadurch, dass ich 7 Monate nicht bei Rossmann war, habe ich hier natürlich mehr Sachen oder viele Sachen entdeckt. Weil ich war bei DM und da habe ich, ah ja, ich habe auch jetzt viele Neuheiten entdeckt. Da war ich auch ein paar Monate nicht, aber jetzt nicht ansatzweise so viel wie hier. Ja, ich laufe jetzt noch mit euch durch und dann war es das. Dann drehe ich das Video, in dem ich Fragen beantworte. 2 Stück noch und dann sind wir durch. Haben wir noch Geschirrspülmaschinensalz? Kann man immer gebrauchen. Nehme ich auch, ja moin, Digga. Nehme ich auch einfach Domol mit. Ich habe mich mal gewundert, ich wusste nicht, dass Geschirrspülmaschinen Salz brauchen. Und mein Mann hat mir das dann irgendwann mal erklärt. Ich wusste das nicht, ne? Und dann habe ich ein Video dazu gemacht. Da haben mir so viele Vollidioten, so viel Schweinkram da drunter geschrieben, wo ich dachte, ihr kleinen Dreckigen. Es schrieben aber auch viele, oh cool, dass du das erzählst. Ich wusste das nicht. Und manche schrieben, ist doch klar, weiß doch jeder. Nee, weiß eben nicht jeder, ne? Digga, manche wissen nicht, dass so ein Beautyblender zum Beispiel nass machen muss, bevor du damit arbeitest oder feucht machen musst. So, damit der wirklich funktioniert. Deswegen, nur weil der eine etwas absolut weiß, heißt es nicht, dass der andere es auch 100% weiß. Oh, man kriegt hier Spülmaschinen-Tabs. Oh, von Finish, wenn man die irgendwo... Du kaufst so das da, bekommst das da gratis. Ja, krass. Sehr schön. Ja, jetzt ist halt die Haushaltssachen nehmen natürlich jetzt auch viel Platz an. Ne? Spülmittel nehme ich mir auch mit, weil letztens hatte ich keins mehr und meine Schwiegermutter war zu Besuch. Die hat mir dann ausgeholfen. Ich probiere, glaube ich, einfach mal das hier. Obwohl, nee, das ist ohne Duftstoffe. Ich mag Duftstoffe. Ich mag, wenn es duftet. Ja, ich probiere auch einfach mal Domol-Spülmittel. Warum nicht? Warum nicht immer die günstige Eigenmarke probieren und gucken, ob das gut ist oder nicht? Ja, Digis, wir sind jetzt hier durch viele, viele Reihen gegangen. Ich gehe jetzt in Richtung Kasse und dann bezahle ich das Ganze erstmal. Und dann werde ich das zu Hause nochmal sortieren oder meine Assistentin für meine Highlight-Videos. Ich muss mal gucken, vielleicht eins mit Make-up, bisschen Pflege und das andere so Sonstiges. Ich finde solche Highlights zu Hause immer besser, als wirklich nochmal alles komplett zu zeigen. Aber ich bezahle das jetzt erstmal und dann verabschiede ich mich gleich im Auto in Ruhe von euch. Ja, Digis, das war jetzt mein Live-Haul. Das waren jetzt
viele, viele Dinge. Und ich bin sehr gespannt darauf, die Sachen für euch zu testen und zu berichten. Folgt mir auch gerne auf Instagram oder auf TikTok, Digis, weil da gebe ich manchmal so Zwischenreviews, weißt du? So manchmal auch auf YouTube in meinen Vlogs, aber auf Instagram in meiner Story oder in TikTok zeige ich manchmal, ey, ich teste übrigens das, das ist gerade mein Eindruck und sonstiges. Ich werde nochmal das Ganze hier abchecken, gucken, was ich euch in meinen Highlight-Videos zu Hause zeige. Und ja, das war jetzt ein sehr, sehr langer Tag bei Rossmann mit vielen Neuheiten, mit vielen Produkten. Ich bin sehr gespannt darauf, sie zu testen. Und ja, spätestens in meinen Aufgebraucht-Videos werdet ihr alle Produkte wiedersehen. Und dann mache ich ja auch manchmal so Special-Versionen, so Aufgebraucht Isana Edition, Aufgebraucht Rossmann Edition, bla bla bla. Um das Ganze nicht zu verpassen, abonniert gerne kostenlos meinen YouTube-Kanal. Da sind manchmal ganz coole Videos dabei. Und ansonsten war es das auch an dieser Stelle. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, eure Kommentare zu lesen. Und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.